Our next speaker is Dasha. Du hörst gleich Dekonstruktion eines sozialistischen Rasenmähers vom 34. Communication Congress in der Übersetzung von Kathi und Florian. DIY aesthetics and practices as artistic method to create sound installation, performances, drawings or beautiful high-tech trash as she writes on her Instagram. Dasha is a fellow at the Berlin Center for Advanced Studies in Arts and Sciences and guest professor in New Media and Sound Art at the Karlsruhe University of Art and Design. Her art was presented at many international conferences and festivals and exhibitions, so we are very happy to welcome Dasha here today, tonight, talking about the links between socialism, lawnmowers and media art. Enjoy, this stage is yours, Dasha. Hello. Hello. People in the crowd and hello to nett, Leute hier im Saal zu sehen und hallo auch zu Leute, die online zusehen. I'm an artist. Ich bin eine Künstlerin. I like to do a lot of electronics. Ich arbeite gern mit Elektronik. Einige der Dinge, an die ich gerne gucke, ist obsolete Technologie und das Konzept der geplanten Obsoleszenz. In my slides here. Die Ästhetik des Versagens und alles, was hier in der Slide geschrieben ist. Ich möchte damit anfangen, People of interest as an inspiration point, Dr. Ursula Franklin. Als einen meiner Inspirationspunkte Dr. Ursula Franklin zu erwähnen. Sie ist nicht so gut bekannt in Deutschland, aber in Kanada ist sie ein nationaler Schatz. Wir haben eine Schule, die nach ihr benannt ist. Und sie kommt aus einem wissenschaftlichen Hintergrund. Sie ist eine Physikerin. Und sie ist auch so eine Feministin und Pazifistin. Und sie schreibt über Technologie in diesen interessanten Metaphoren. Über Technologie als Heim. Und sie denkt über Technologie als eine Praxis nach und nicht nur als Objekte und Dinge, sondern als Systeme, in denen auch Menschen beteiligt sind. Sie interessiert daran, Elektronik im Haushalt zu dekonstruieren. Und der Grund dafür ist, dass es sehr zugänglich ist. Ich bin zur Kunsthochschule gegangen, ich habe keinerlei Ausbildung in Ingenieurwissenschaften oder sowas. Und das Beste, was ich machen kann, wenn ich mit Technologie experimentieren will, ist, in den Müll oder zum Schrott zu gehen und alte Geräte herauszuziehen, das nicht mehr für irgendjemand anderen nützlich ist. Ich kann es dann in mein Studio nehmen, kann es auseinandernehmen und gucken, womit es mir, was es mir zur Verfügung stellt als künstlerische Inspiration. Ich fange nie mit einem künstlerischen Konzept an, sondern ich gucke mir eine Maschine an und sage mir, okay Maschine, was kannst du mir Interessantes sagen? Was gibt es Interessantes, womit ich arbeiten kann? Ich denke, viele in der Zuhörerschaft hier sind mit diesem Konzept der geplanten Obsoleszenz bekannt. Ich möchte es einfügen, und weil ich manchmal, wenn ich mit meinen Studenten darüber gefragt werde, ob ich an die Verschwörungstheorie glaube, der geplanten Obsoleszenz, und ich denke, es ist klar, es ist keine Verschwörungstheorie, sondern ein Geschäftsmodell, das in der großen Depression in den USA begonnen wurde, als ein Weg aus der Krise zu kommen, indem man Produkte mit einer beschränkten Lebensdauer produziert, damit Leute die gleichen Geräte immer wieder kaufen müssen. Und wir haben nie damit aufgehört und das macht uns viele Probleme, weil wir diesen Ansatz haben. Also, was ich jetzt mache, ist, ich zeige euch ein paar Soundinstallationen und ein paar Videos, über die ich gearbeitet habe für ein neues Projekt, das damit zu tun hat, einen Rasenmäher auseinanderzunehmen.
Und ich bin sehr froh, es euch hier zu zeigen, denn es hat tatsächlich seinen Ursprung in diesem Teil der Welt. So, ich habe hier mein Mittelwellenradio und das zu den Fernsehern verbunden ist. So, ich weiß jetzt genau, ich. Und jetzt, ja, ungefähr 2012 haben sie in Kanada angefangen, analoge Fernsehübertragungen abgeschafft. Und anstatt Leuten zu sagen, dass sie ein Gerät, ein Empfänger kaufen können, haben sie ihnen gesagt, das ist ein Zeichen, dass sie die alten Fernseher wegwerfen können. Deshalb habe ich viel Zeit darauf verbracht, durch die Nachbarschaft zu gehen und mich schlecht zu fühlen für diese ganzen alten Fernsehgeräte und habe gesagt, ich komme aus einer Familie, wo mein Vater ein Antiquitätenhändler war und alles, was für mich war alles immer interessant, was an die Seite gelegt wurde. Und dann auf ein Objekt zu gucken und zu gucken, wie es benutzt wurde, das kann einem Einsichten darin geben, in die Gesellschaft oder was zu der Zeit in der Geschichte passiert ist. So wie man an ein Gegenstand, ein Gemälde für kunstgeschichtliche Zwecke guckt, ist es ein Zeichen für die Zeit. Wir haben hier diese elektrostatischen Aufladungen von dem Fernseher. Ups, ich gehe noch einmal zurück dazu, Entschuldigung. Oder vielleicht nicht. Was ich gemerkt habe, ist, dass die alten Röhrenfernseher viel elektrostatische Aufladungen produziert haben. Wenn man seinen Kopf davor hält, wird das Haar wie magisch angehoben. Und ich habe Experimente mit meinem Hut gemacht und ich dachte, ich hätte etwas wirklich Einzigartiges empfunden haben, festgestellt, dass statische Elektrizität Dinge bewegen kann. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und habe herausgefunden, dass diese Experimente schon vor Hunderten von Jahren gemacht wurden und ich habe sie nur wieder entdeckt. Was wir hier sehen, ist der elektrostatische Glockenchor. Vor dem Fernseher sind diese elektrostatischen Glockenständer. Es gibt in der Mitte den Grund, den Stab und dann beiden Seiten hängen die Glocken. And so when the TV turns on, und wenn das Fernseher an oder aus wird, gibt es diesen Impuls von statischer Elektrizität, der die Kugel zwischen den Glocken hin und her sich bewegen lässt. Diese Installation funktioniert in trockenen Umgebungen sehr gut. Also deshalb habe ich habe es in alten Burgen vorgeführt und da hat es überhaupt nicht funktioniert wegen der Luftfeuchtigkeit. Deshalb habe ich Ausstellung häufig einen Lufttrockner. Das ist eine der Installationen. Ich mache etwas, das ein bisschen wie ein Altar aussieht. Es benutzt Solid-State-Relays, um die Fernseher an- und auszuschalten. Ich habe ein relativ einfaches Programm, das aber im Arduino läuft. Und dieses Projekt wird immer und immer herausfordernder, das aufzubauen, weil die Fernseher immer schwieriger zu finden sind und man kann den gleichen Effekt einfach mit einem Flachbildschirm nicht erzielen. Also ich habe einen Haufen alte Fernseher eingelagert und ich halte an ihnen fest. Die Glocken sind aus alten Telefonen und Standuhren. Next is a work called the Feedback Babies. Das nächste ist ein Projekt namens Feedback Babies. Und das sind Babyphones. Really abundant, let's say, in the secondhand store. This was made in. Die haben wir meistens habe ich meistens so im Secondhand Store gekauft und das war ein großer Teil meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob ich eins davon benutzt habe, aber die tauchen ständig in diesen ganzen Resteläden auf und ich habe sie zusammengesammelt.
Und wenn ich eine gute Menge davon irgendwie mir zusammensammle, dann kann ich eine Installation damit erstellen. Und ich mag dieses Feedback, was diese Geräte erzeugen, weil irgendwie es klingt so ein bisschen wie Weinen. No, it's good. Okay, I see. Okay, ja. How's that? Ja, wie ist das jetzt, hä? Ich habe bemerkt, wenn man diese Monitore halt bewegt, dann gerade wenn man den Empfänger und den Sender irgendwie in einer bestimmten Richtung bewegt, dann bekommt man so seltsame Geräusche. Um herauszufinden, wie man diese Bewegung machen kann, das habe ich echt lange für gebraucht. Und da habe ich dann ein bisschen angepasst. Sieht ein bisschen gemein aus, ehrlich gesagt, wenn man es so aufhängt. Aber hier ist ein bisschen genauere Ansicht davon, ein paar Details davon, was ich daraus gemacht habe. Man sieht gerade, wie sich die Babyfone bewegen, falls ihr den Videostream dazu gerade nicht habt. Dann speziellen Rollen angebracht, damit sie sich auf und ab bewegen. In beiden Kunstwerken sind Geräusche ein wichtiges Thema. Ich bin kein Musiker. Ich bin auch nicht daran interessiert, Musik zu machen. Ich bin nur daran interessiert, welche Geräusche mir diese Geräte geben und das irgendwie in den Raum zu übertragen und zu sehen, was es daraus macht. Also, ja, die sind nicht wirklich komponiert worden oder sowas in der Richtung. Okay, naja. So I wanted to get into some of my ich möchte ein DIY videos. Now I'm realizing this eins meiner Selbstmachvideos zeigen für das nächste Experiment. Wenn wir Strom nachstellen, also was man hier sieht, wir haben hier eine Stromleitung, die in eine Mehrfachsteckdose gesteckt wird und dann geht das rundherum und dann geht das an einen Transformer, der von 120 Volt auf 15 Volt runterzieht, weil man damit besser arbeiten kann. Und es geht direkt an diesen Lautsprecher. Und was wir jetzt hören werden, ist ein bestimmtes Geräusch. So ein Geräusch, was wir normalerweise rausnehmen aus Musik. Ja, und wir möchten dieses Geräusch halt hören und nichts anderes. Wenn ich diese Steckdosenleiste anmacht, dann hört man das. Das macht man in Kanada, wenn es wirklich kalt ist. Ja, das war in einer Zeit, wo ich mich mit dieser Idee von Open Source Software beschäftigt habe und diese Idee, dass man immer was zurückgeben muss an die Community, und ich bin jetzt nicht wirklich mega in Dokumentation interessiert, aber es ist langweilig. Aber ich mache diese Video und das ist so meine Arbeit sozusagen für die Community. Und ja, es ist relativ normal, aber ja, vor 10 Jahren
wusste ich nicht wirklich, was ich gemacht habe und habe die einfach online gestellt und sie werden auch immer noch angeschaut. Das nächste Video ist eine Kollaboration mit Free Digital Media, wo wir einige Leute zusammengebracht haben und innerhalb von 5 Tagen haben wir verschiedenes Hacking mit Musik betrieben und es geht vor allem um Strom und es sind einige sehr großartige Hacks bei entstanden, die wir teilen wollten. Ja, hier sind wir. Das sind die letzten Nachts. Es sind die letzten Nachtstunden unseres Projekts und wir sind hier, um euch einen großartigen Hack zu zeigen, den wir herausgefunden haben. Wir haben hier so ein kleines Mikrofon, was eigentlich für Kinder ist und natürlich haben wir das aufgemacht, wie es so beim Hackdeck normal ist und wir haben da so eine Art Disco-LED installiert und wir haben damit rumgespielt und hey, warum tun wir es nicht einfach an den Mixer und lasst uns noch mal gucken, ob wir diese Geräusche von dieser Disco-LED kriegen. Was wir festgestellt haben, das ist sehr großartig. Da ist so ein kleiner Chip in der LED, der so eine kleine Überraschung bereithält. So, und dann schließe ich das einfach mal hier an. Und dann, Marie, mach mal an. Das ist echt großartig, oder? Ja, können wir jetzt nochmal die anderen Lichter anschließen? Has anyone done this before? Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Es ist echt lustig. Es ist wirklich so ein kleiner Chip in der LED, der das verursacht. Ja, das war eine sehr großartige Sache, die wir da rausgefunden haben. Es ist zwar ein schäbiges Disco-Licht, man kann das trotzdem irgendwie großartig anschließen und Geräusche daraus erzeugen. Man muss es wirklich mal angehört haben. Ja, diese schematischen Zeichnungen, die habe ich so ein Jahr. Ich habe einmal Design studiert und die meisten Lehrer meinten so, ja, ich habe hier nichts verloren und ich habe ein ganzes Jahr damit verbracht, technische Zeichnungen zu machen und das war sehr, sehr wertvoll für diese Arbeit, weil ich mehr wusste, als einfach nur so ein paar Linien zeichnen. Es ist nicht so einfach und verschiedene Größen und verschiedene Breiten von Linien meinen was anderes, aber ja, dann lass uns mal zu diesem Projekt gehen. Das würde ich vielleicht mein technisch ambitioniertes DIY-Video. Was ihr hier seht, ist ein Templeville Sideman 5000. Das ist die älteste kommerziell erhältliche Drum Machine, die Wurlitzer 1959 herausgebracht hat. Obwohl es möglicherweise in anderen Ländern früher war, aber es gab da damals Hype von Wurlitzer. Es arbeitet mit Vakuumröhren oder so. Es ist relativ gefährlich mit viel hoher Spannung. Ich habe eine 10-teilige Serie gemacht online darüber, wie jede Sektion der Drum Machine arbeitet, wie der Lautsprecher, das Rad und alle anderen Dinge. Die Schematik, den Schaltplan zu finden, war nicht einfach. Ich musste relativ lange suchen. Ich habe einen Musiktechniker im Ruhestand gefunden, der mir einige Dinge geben konnte und einige weitere Hinweise geben können. Also das Sideman sollte typischerweise in einem Gehäuse sein, wie da oben. Und sie haben es in verschiedene Arten vermarktet.
Eine der Ideen war, dass es eine Lehrmaschine war, die spielt Ballroom-Tanzmusik an verschiedenen Tempos oder einen Foxtrot und kann man, wenn man einen Foxtrot schneller macht, wird es Techno und also Cha-Cha und Samba und es klingt meistens wie irgendwie alte Musik. Aber ich denke, es ist am eindrucksvollsten, wenn das Gehäuse offen ist, weil da sind bewegliche Teile und wunderschöne Verkabelungen und das möchte ich betonen. Ich habe einen Teil dieser Videos hier und wir können ein oder zwei vielleicht angucken, aber ihr könnt die anderen auch online gucken. So. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier heute versammelt, um die technische Mysterium der Klangerzeugung des Sideman 5000 anzusehen. Eines der wesentlichen Ziele des Sideman ist es, das menschliche Ohr zu überzeugen, dass es ein wirkliches Instrument spielt. Sound synthesis is the technique of generating sounds from scratch using electronics. Now, newsflash people, Sideman isn't the only machine that synthesizes sound. Any of the bleep bloop sounds your computer or video games make all generate audio using this technique. And just like the guts of the tone generator, synthesizing sound can seem quite complicated. But what we have to keep in mind here is that the science behind sound synthesis is derived from how real life sounds are produced. As you know, sounds are waves of air that travel in different patterns with varying frequency and amplitude. And our human ears can make sense of a wide range of frequencies. Wir wollten euch ursprünglich eigentlich diese Übersetzung vorlesen, aber sie ist extrem schnell und ehrlich gesagt kommen wir nicht hinterher. Es tut uns sehr leid. It's very low in level. The brains behind sound synthesis have applied math to the physics of sound, and once we've got numbers, we can engineer electronic models that allow us to manipulate waves of electrons so that they behave the same way as real life sound waves do. Sound synthesis inside of Sideman starts right here. This is what we call our wide band noise. People, I put the wrong one on. So there was ich habe das falsche angezeigt. Da gibt es lange Sektionen. Wir gucken jetzt einfach den Tongenerator an. Some broken down tango, and we're going to take a closer look at what's going on with the tubes inside of the tone generators. Now, up in this corner here, we have an EC92, and this is a very important part. Dies hier ein wichtiger Teil des Schaltkreises, weil diese Röhre dafür verantwortlich ist, all die Signale zu erzeugen, aus denen alle Sounds des Sideman gehen. Hier geschieht gewissermaßen die Genese der Klangsynthese im Sideman 5000. Weiter unten sind diese drei Röhren, eine ECC83, eine ECC92 und eine EF93. Die sind Teile des Schaltkreises, den ich eben erwähnt habe, aber sie sind auch verbunden mit dem Schimmergenerator verbunden und der Schimmergenerator gerät den Strang des Beckens, des Besens und Rasseln. Wenn ich die EF93 herausziehe, ist das wie Sideman einen Zahn ziehen. Und wenn ich jetzt auf den Becken drücke, dann kommt nichts mehr. Wenn ich es wieder reinstecke, fest, aber vorsichtig, sind die Becken wieder dabei. Darunter befindet sich eine Reihe aus vier EC83. In jeder dieser Glaskolben haben wir eigentlich zwei Elemente, von denen jedes einen der übrigen Sounds vom Sideman steuert. Auf jeder Hälfte der Röhre haben wir ein sogenanntes Trimmer-Potentiometer. Es kann darauf eingestellt werden, den Filter bzw. Tonfilter zu ändern. Das erlaubt uns, den Charakter des Klangs zu beeinflussen, der erzeugt wird. Cool an diesem Trimmer ist, dass ich einen Schraubenzieher ansetzen und das hier tun kann. Jetzt beeinflusse ich gerade die Blocktrommel. Lasst mal sehen.
I think that sounds a bit better. Ich denke, das klingt etwas besser. Komm schon, Sideman. Schließlich haben wir hier oben in der Ecke eine EC83. Und diese Sektion ist der Schaltkreis, dient der Vorverstärkung. Alle Signale, die in diesem Teil des Sideman generiert werden, laufen hierher, wo sie verstärkt werden, bevor sie runter zur Endstufe gehen. Ich sollte darauf hinweisen, dass der Sideman ein bisschen ein Tier ist. Ich bin häufig verletzt worden unterwegs. Da sind Teile, wo irgendwie 300 Volt durchgehen und das tut weh. Und ich dachte, es wäre cool, Performances damit zu machen. Und das erste Mal, als ich das gemacht hatte, beugte ich mich rüber und beugte mich darüber. Und mein Haar war zu kurz, um es in einen Pferdeschwanz zu machen. Und dann ist mein Haar in dem Rotor gefangen worden. Und ich verschwand für ein paar Minuten hinter der Maschine verschwunden, während ich versuchte herauszufinden, was ich jetzt mit mir machen sollte. Ich trete mit der Maschine nicht mehr live auf. Wie ich vorher gesagt habe, ich habe eine zunehmende Anzahl von Leuten und Frauen, die in dieser Welt der Selbstmachvideos mitmachen. Und eine kontroverse Funktion, mit der ich sehr gerne mag, ist Naomi Wu, The Real Sexy Cyborg, auf Twitter. Sie ist aus Shenzhen und sie macht Videos in einem Workshop. Viel hat mit 3D-Drucken und Programmieren zu tun. Sie ist hübsch, viel mit Cyborg-Style. Sie ist auch sie ist aktiv in Transhumanismus, Body Source und Mecha-Kultur und wie ihr sehen könnt, sie hat viel Arbeit mit ihrem Körper gemacht, um ein Cyborg zu werden. Dummerweise gibt es diesen Skandal, wo der CEO von Make Magazine nicht glaubte, dass sie eine wirkliche Person ist. Und das ist irgendwie ist es für ihn, der zu mindblowing war, dass es Leute geben könnte, die so sind. Sie nannte es das Äquivalent von ihm, gamergated zu werden. Aber das Interessante ist, sie ist ziemlich nachdrücklich. Sie hat Leute auf ihre FAQ-Sektion verwiesen, dass einen tiefen Einblick in ihre Ästhetik gibt, wie sie in ihre Stadt sich bewegt und wie das Einfluss hat darauf, was Leute als sexy betrachten und die Unterschiede zwischen der westlichen und der chinesischen Kultur. Und am Ende bekam sie eine Entschuldigung von dem CEO von Make, was eine ziemlich wichtige Sache war. Make has continued to have a bit of problems. Die Maker haben aber immer noch ein paar Probleme, vor allem bei deutschen Publikationen. Es gibt diese eine Publikation, Smart Home Hacks. In der Einführung, da ist eine Sektion namens über den WAF, den Wife Acceptance Factor, den Ehefrau Akzeptanzfaktor. Lass mich das mal vorlesen. Der Ehefrau Approval Factor, das ist ein, dass die Wahrscheinlichkeit einer Frau erhebt, ein bestimmtes Produkt zu kaufen oder auch nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich war ein bisschen überrascht darüber, ehrlich gesagt. Ich war eher etwas überrascht, was dieses Buch gesagt hat, denn wenn man sich das so ein bisschen genauer anguckt, was ich hier markiert habe, es sagt nur so ein paar Sachen, nur wenige Sachen würden mich glücklicher machen als eine Frau, die einen Schraubendreher in die Hand nimmt.
um bestimmte Teile in ihren Geräten zu ersetzen. Und später sagt man ja, die wird total verrückt, wenn die selbst eingebaute, wenn das eingebaute System nicht in der einfachsten Variante abgebaut werden kann und das Gehäuse löst, um die richtigen Kontakte irgendwie zu machen. Ich finde es irgendwie ehrlich gesagt nicht so lustig. Und ich glaube nicht, dass ich verrückt werden würde, wenn das passiert. Ich werde verrückt, wenn Leute Witze über Menschen machen. So, das ist eine der Sachen, die immer noch passiert, wenn man diese Diskussion irgendwie antreibt und dieses Selbermachen, diese Selbermachtkultur. Wenn man eine Frau ist, ist es halt immer noch etwas schwierig, ehrlich gesagt. Was ich gerne machen möchte, ist, ich möchte ein bisschen auf dieses Konzept gucken. Ich möchte ein bisschen wechseln auf den nächsten Teil. Und ich kann ich euch eine kurze Einführung geben zu der Geschichte des Kalten Kriegs in Deutschland. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, weil ich hier in Leipzig bin. So, nur ein paar kurze Punkte, ehrlich gesagt. Während dieser Zeit, als es die Mauer immer noch gab, auch auf dieser Seite, in der wir uns gerade befinden, es war wirklich ein Notstand an Material, was man kriegen konnte. Und wir haben viele gute Leute gehabt, die einfach nichts tun durften. Und ein limitierter Zugriff auf Haushaltsgeräte und viele Dinge wurden einfach repariert. Und als ich mich mit Elektronik beschäftigt habe, ich habe immer ganz viele Leute gefunden, die in dem Bereich irgendwie was gemacht haben. Es ist echt großartig herauszufinden, hier ist tatsächlich so ein Handbuch, wie eine Frau ein Rasenmäher repariert. Und es gibt, in der DDR gab es tatsächlich viele Frauen, die uns gezeigt haben, wie Rasenmäher funktionieren. Und diese Idee der Gleichheit der Frau war wirklich sehr hart propagiert in der DDR. Und es war sehr, sehr präsent im Sozialismus. Und es war auch ein Teil der sozialistischen Idee. Es gab sehr viele Leute, die nicht aus dem Krieg zurückkamen. Also mussten Frauen viel mehr Dinge tun. Und sie mussten auch eine Rolle einnehmen, die außerhalb des Hauses passiert. Sie mussten das Land wieder aufbauen nach dem Krieg. Und die früher Hausfrauen waren, waren plötzlich in irgendwelchen Brigaden, um die Stadt wieder aufzubauen. Und es war normal, dass es diese Bilder gab, die Leute dazu bringen sollten, vor allem Frauen dazu bringen sollten, Verantwortung zu übernehmen, die sonst eigentlich für Männer gedacht wären. Und ich habe hier eine kleine Sammlung von diesen Handbüchern. Und ich möchte, viele fragen mich, wie ich auf diesen Trolley-Rasenmäher gekommen bin. Und ich habe tatsächlich in Weimar gelebt. Das ist relativ nah hier. Ich habe da ein paar Jahre gelebt, als ich zur Universität gegangen bin. Und ich habe bei einem Mann gelebt, der Fernseher repariert hat. Und sein Haus hat sich eigentlich seit dem Mauerfall nicht wirklich verändert. Das war sehr interessant für mich. Und es war sehr interessant für ihn, dass jemand da war, der sich dafür auch interessiert hat und der sich auch dafür interessiert hat, wie Fernseher repariert werden. Ich habe viel Zeit damit verbracht, zu lernen, wie man repariert, und habe dabei auch gelernt, wie ich Deutsch gelernt habe. Und gerade auch mit der alten Technik habe ich sehr viel Deutsch gelernt. Ich habe das hier gefunden. Viele beim CCC dürften das interessant finden, wie man Pläne macht, wie man Schlüssel repariert, um Schlösser zu knacken. Und viele Dinge, die ich gemacht habe. Ich habe im Garten gearbeitet. Und hier haben wir den Trolley, und das packt einen wirklich, dieses Gerät. Dieses Gerät, was so aussieht wie so ein Helm und sieht so ein bisschen aus wie so ein Ritter. Und ich konnte mir nicht helfen, aber da ist etwas Großartiges über diesen Rasenmäher.
das ist ein bisschen wie Krieg mit dem Rasen führen, quasi. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich glaube, es ist einfach nur funktional, aber wenn man sich das genauer anguckt, und es inspiriert mich wirklich auf eine gewisse Weise. Und das Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist diese Idee von diese DDR-Technologie in der Zeit von geplanter Obsoleszenz wieder zurückzubauen. Und das der aktuellen Kultur so ein bisschen wieder zuzuführen. Welche Muster gab es damals, als so viele Haushaltsgeräte rauskamen, die Technologien, die da irgendwie mit zu tun hatten, und das dann wieder in diese kapitalistische Kultur zurückzuführen. Ich stecke wirklich in dieser Idee von Nutzen und Wiederbenutzen. Und diese Arbeit mit dieser Technologie und diese Idee dieser geplanten Obsoleszenz, die war halt damals einfach nicht vorhanden. Und die ganze andere Welt kauft neue Rasenmäher und wir reparieren sie halt weiter. Das ist so ein bisschen die Arbeit, die ich bisher damit gemacht habe. Ich habe an diesem Einführungsvideo mit IGF zusammengearbeitet, der auch aus der DDR kommt übrigens. Die Idee ist, dieses fetischistisierte, wie auch immer, Gerät zu gucken und das irgendwie darauf anzuwenden, auf diesen Rasenmäher. Diese Objektifizierung auf diesen Rasenmäher sozusagen. Das ist so lustig. Ist irgendjemand in der Zuhörerschaft, der einen Trolley-Rasenmäher hatte? Und hattest du Angst vor ihm? Ich mache einen Scherz. Ja, wie auch immer. Im Moment arbeite ich auch an einer Serie von Fotografien mit dem Helmen. Das ist das, wie sie einfach aussehen. Als ich das erste Mal diesen Rasenmäher in meinem Rasen in Weimar gesehen habe, dachte ich, wow Gott, das ist so einzigartig, wie kriege ich alle von ihnen? Und dann dachte ich mir,
stellte ich fest, dass ich mir keine Sorgen mache. eBay Kleinanzeigen ist voll von Leuten, die alle möglichen Teile von diesem Rasenmäher verkaufen. Und ich bin jetzt Teil von diesem Netzwerk von häufig einfach älteren Leuten, die diese Teile austauschen. Aber manchmal tausche ich einen Haube gegen einen Gegensatz Klingen oder so, und dann manchmal werden sie misstrauisch, was wolltest du mit all diesen Trolleys? Und ich sage, ich bin ein Künstler, aber das bringt mich nicht sehr weit. Die Fotografien sind groß und das Kind ist auch relativ klein. Ich stelle sie auf Sockel, sodass sie aussehen, wie als wenn sie eine Geschichte hätten, wie irgendein alter Krieger des Rasens. Tatsächlich wird im April eine Ausstellung sein in Halle 14, und diese Arbeiten werden Teil davon sein. Ich zeige Ihnen jetzt den nächst inspirierendsten Rasenmäher aus der DDR. Es ist etwas sehr Liebenswertes an dem ZRM 415. Also, was man kauft, ist, ja, du kaufst ja, das Fahrgestell, und dann sucht man sich jemanden, der eine Handbohrmaschine hat. Und dann steckt man beide zusammen. Als ich das darauf geguckt hat, habe ich nicht gelacht wie ihr, sondern es hat meinen Glauben in die Menschheit wiederhergestellt. Das ist erstaunlich. Das ist wirklich ein Konzept, das heute für uns wichtig ist. Wir brauchen nicht mehr Dinge. Wir müssen uns nur eine Freundschaft mit dem Nachbarn schließen, der das Gerät hat, das unseren Rasenmäher zum Funktionieren bringt. Und ich liebe diese Idee, einfach ein Stück von Technologie zu nehmen und etwas Neues daraus zu machen. Diese neue, wunderbare Einsicht. Der nächste Plan damit, mit dem Trolley, ist, es ihn irgendwie in einen Schallplattenspieler umzubauen. Der Motor dreht sich ziemlich schnell, aber ich glaube, ich kann ihn langsamer machen, und es gibt viele Informationen draußen in der Hi-Fi-Welt über, wie man Schallplattenspieler baut. Und es ist halt die Idee, ein paar von diesen Trolleys zu zerstören, um etwas herzustellen, was Musik machen kann. Und das ist das Ende und eine kurze Erinnerung zu das Jahresende, euren Computer kurz vor Mitternacht auszumachen. Thank you, Dasha. Very inspiring talk, I'd say. War ein sehr, sehr inspirierender Talk, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt ungefähr 15 Minuten für Fragen, also sehr, sehr viel Zeit. Die Mikrofone sind offen für euch. Ich möchte übrigens, wenn Leute hier sind, die diesen Rasenmäher zu Hause haben, ich würde ganz gern mit euch reden. So generell eure Erfahrungen aus dieser Zeit und mit Technik, weil das ist mein sehr, sehr großes Interesse, ehrlich gesagt. Danke für den Vortrag. Ich hab einen Hintergrund in Tanz und Theater, in der Community, aus der ich komme. Ich frage mich, the community where I come from, you just don't like that. Well, there's two things about that jacket. Oh ja. Da gibt's zwei Dinge. It's a vintage Adidas jacket. And when you move in it, es ist eine alte Jacke, und wenn man sich darin bewegt, fühlt man sich wie ein Superheld. Und das ist eine wichtige Sache, wenn man sich vor Leute stellt und ihnen erklärt, wie Tonsynthese funktioniert. Und auch ich unterrichte viele Elektronikkurse, und samstags ist es
ziemlich, und es ist wichtig, Leuten zu erklären, dass da etwas Interessantes abgeht und mehr über. Also es war keine neue Jacke, sondern es ist relativ sehr alt. Und es war um mich, ja, damit ich mich gut fühle und damit Leute zu ermuntern, mich und die Maschine zu betrachten. Das war eine Taktik. Too bad I didn't bring it again. Zu schlecht, das zu dumm, dass ich sie nicht wieder mitgebracht habe. Another question? Yeah, microphone two, please. Ja, bitte Mikrofon 2. Hallo. Denkst du, dass irgendwer diesen Kopf in diesen Deckel kriegen könnte? Und wie schwer ist der? Jeder steckt es auf den Kopf. Sie sind ein bisschen verwirrt, wenn sie den mit den 3 Schlitzen haben. Was interessant ist, das Material, aus dem es hergestellt ist, variiert sehr, sehr stark. Es gibt welche aus sehr hartem Plastik und welche sind sehr leicht. Und man kann es einfach tragen, wenn man nächste Mal jemanden erschrecken willst. Ja, man kann es tragen. Ich dachte so ein bisschen, wenn man das direkt auf den Kopf und dann noch einen weiteren drauf tut. So ein bisschen mit Lichtern oder so. Ah ja, ich sehe, worauf das hier hinausläuft. Ich habe ein paar davon, wenn du es einmal ausprobieren möchtest. Ich werde nicht in die Richtung gehen mit performativen Dingen, aber ja, ich denke, das könnte Spaß machen. Yes, thanks for this question. I think we have a question. Danke für diese Frage. Vielleicht noch irgendwelche modebezüglichen Fragen vielleicht. Wir haben eine Frage aus dem Internet. Ja. Ja, jeder sollte in Rasenmäher investieren, weil die Preise, die werden echt steigen nach diesem Talk. Sven G is asking, what machines, welche Maschine wirst du in der Zukunft bauen? Hast du schon irgendwelche Projekte in Arbeit? Natürlich gibt es immer viele Maschinen, über die ich nachdenke. Die nächste ist dieser Schallplattenspieler. Aber es gibt auch wie ich über Sidemen gelernt habe, bin ich in diese Welt der Vakuumröhren eingetaucht. Und es gibt diese Röhre, die Quecksilber-Vektorfeuer heißt. Und die heizt Quecksilber auf und dann leuchtet diese wunderschöne blaue Wolke. Aber es ist auch diese wurden sehr viel benutzt in der Industrie für 100 Jahre und die werden heute nicht mehr benutzt und die liegen noch raus und ich würde gerne rausfinden, wo die Dinger sein könnte, weil auch Quecksilber ist manchmal eine problematische Sache, wenn es nicht eingeschlossen ist. So, ich gucke vielleicht auf diese Quecksilber-Vektorfeuer, aber ja, was immer meine Inspiration anregt. Ja, danke für die Frage und Mikrofon Nummer 1, bitte. Hallo. Ich möchte da jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen aufbauen, so Zukunftsideen, die ganzen Rasenmäher. Hast du eine Idee, wie man das irgendwie kombinieren können? Not yet. Noch nicht, aber ja, ich würde gerne mit meinen Studenten darüber arbeiten, über dieses Thema in einem Seminar oder Workshops, wo es spezifisch darum geht, 2 Dinge zusammenzubringen oder mehr. Hast du irgendwelche Ideen? Deswegen bin ich ja so neugierig. Nein, noch nicht. Aber ja, ich mag diese Idee sehr gerne, dass etwas für etwas anderes verwendet wird und dann in einer anderen Art arbeitet. Ja, Mikrofon Nummer 4, bitte. Hi, danke für den Vortrag. Es war sehr inspirierend. Ich habe eine Frage. Wenn du nur an einer Maschine arbeiten könntest für den Rest deines Lebens, welche wäre das? Was für eine Art von Frage ist das? Ja, hier ist die Sache. Eine Maschine kann viele Dinge sein, wie ein Keil. Ich weiß nicht. Slinky? Ich weiß es nicht. Ich
bin mir nicht sicher. Der Sideman war sehr, sehr erfüllend. Es sind so viele Teile dabei, mit denen ich im Prinzip auch mal arbeiten könnte. Ich habe auch sehr intensiv mit dem 5-5-5-Timer gearbeitet für Sound und Elektronik, und das bringt mich sehr weit, so wie es geht, und treibt mich in viele Richtungen. Es ist ein elektronischer Schaltkreis, mit dem man eine Uhr mit verschiedenen Frequenzen generieren kann, und das wird überall benutzt. Das ist auch etwas, kann ich fast in meinem Schlaf bauen. Das wäre vielleicht, ja, der 5-5-5-Timer wäre es vermutlich. Ja, danke für die Frage. Wir haben eine weitere Frage aus dem Internet. CBM-Users fragt, ob du jemals einen Computer aus der DDR gesehen hast. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich würde es gerne. Nein, noch nicht. Right, thanks. Mikrofon Nummer 2, bitte. Hi. Danke. Ich mag deine Arbeit. Ich habe mich nur gefragt, da ist ein bisschen Sozialismus in diesem Projekt fehlend, ehrlich gesagt. Welche Platte wirst du nutzen dafür? Gute Frage. Ich habe noch überhaupt keine Idee. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich eine Schneidemaschine bauen, um eine Platte zu schneiden. Das hält mich nachts wach. Ja, das ist Number 4. So, Nummer 4, bitte. Hallo, Dasha. Es ist das erste Mal, dass ich deine Arbeit sehe, und es ist wirklich großartig. Hast du Projekte wie diese mit moderner Technologie gemacht schon irgendwie? Nein, nicht normalerweise. Nichts, was nicht kein nach 2000 Müll E-Waste. Also etwas, was in meinem Workshop auseinandergenommen ist ein 3-in-1 Drucker, aber weil er voll von nützlichen Teilen ist, aber sonst, wenn ich irgendwas gucke wie Surface-Mounted Teilen, das ist langweilig. Das benutze ich nicht so weit. Oder nein. Ich bin interessiert in Dingen, die Motoren haben. So diese 3-in-1 Scanner-Drucker-Ding ist eine wirklich gute Sache. Ich habe einen Workshop gemacht, wo einer der Studenten es komplett auseinandergenommen hat, und er hat daraus einen postapokalyptischen Tattoo-Salon-Maschine. Ich bin nicht so lange da geblieben, dass er tatsächlich Tattoos gemacht hat. So, Frage auf Mikrofon 4. Hi, Dasha. Danke, dass du uns diesen Hausfrauen-Akzeptanzfaktor mal gezeigt haben. Great and weird and das ist alles sehr, sehr weird und komisch, und es sorgt auch für Diskurs, gerade im feministischen Bereich. Ich habe mich gefragt, was so Statistiken zeigen ja nach wie vor, dass es weniger weibliche Ingenieure gibt. Wie siehst du dein eigenes Rollenmodell? Was ist mit deinen Studenten? Gibt es da viele Frauen? Was tust du, um Frauen zu motivieren und Mädchen zu motivieren? Ich mache nicht viel, als einfach aufzutauchen. Ich denke, in der Erziehung, Blase, wenn ich da bin und lehre, dann ist es in der Kunstschule, dann ist es meistens immer junge Frauen und Männer, und ich versuche, einen Raum zu schaffen, der es wirklich dazu ermutigt, dass Versagen genauso wichtig ist wie Erfolg. Und ich denke, dass viele Leute nicht wirklich das erkennen, dass wenn man diese Art Sachen macht, dass man natürlich Dinge kaputt macht. Und das ist manchmal die Art, wie man lernt. Und ja, auch da gibt es diese Art, die Idee, wie Elektronik gelehrt werden muss, dass man Ohms Gesetz erstmal bringen muss, und dass man
diese Gleichung machen. Und das ist nicht, wie ich es gelernt habe. Ich bin rückwärts da reingegangen. Ich war ein Audio-Videotechniker in der Schule und ich musste lernen, wie man einen Multimeter benutzt, das eine Nadel hat. Und ich habe viel Zeit damit verbracht, Dinge zu erfinden und dann hinterher rauszufinden, wie es funktioniert hat. Es ist mehr Erkundung und Entdeckung. Man sucht nach Mustern und nicht, dass man vorher eine Theorie kennen muss. Und manchmal denkt man, etwas arbeitet nicht richtig, aber man macht irgendwas Interessantes und das ist viel, viel wichtiger. I think we have another question. Wir haben eine weitere Frage aus dem Internet. Es könnte dein nächstes Projekt sein. Der Stream fragt, ob du jemals Bock hast, eine Rasenmäher-Armee zu bilden beim nächsten Kongress. Oh, warte. Gibt es einen Preis? Wi-Fi Access Points on lawnmowers and other things. Achso, da gibt's auch zum Beispiel Wi-Fi Access Points und Blinkenlights und sowas. Ja, natürlich. Ich bin daran interessiert, etwas zu machen, eine Armee aus diesen Kerlen zu machen. Warum sollte das nicht sein? Das ist eine großartige Idee. Okay. Keine weiteren Fragen? Dann würde ich mal sagen, vielen Dank für diese vielen, vielen guten und tollen Fragen. Danke, Dasha, für diesen großartigen Vortrag. Es war so toll, dich hier zu haben. Lass uns ihr noch mal einen schönen Applaus schenken hier. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Kathi und Florian. Ihr habt Dekonstruktion eines sozialistischen Rasenmähers gehört.